So, bevor Sie aber loslegen, dann können wir noch eine Sache aufgreifen, die wir gerade angesprochen hatten, nämlich Hilberts Hotel. Na? Eine ganz schöne Geschichte, um sich die Geschichte mit der Unendlichkeit nochmal klar zu machen. Wenn Sie sich mit Unendlichkeit noch nicht so richtig befasst haben, dann ist die Geschichte mit den unendlichen Kettenbrüchen, die in sich selbst wieder vorkommen und so, ein bisschen seltsam. Darf man denn das eigentlich? Und eine schöne Analogie, mit der man sich klar machen kann, dass man das darf, ist Hilberts Hotel. Müssen Sie sich folgende Situation mal vorstellen: Sie sind ein Gast, ja? Und Sie kommen in ein fremdes Land. Und da kommen Sie an ein Hotel und da wollen Sie gerne rein. Ja? Und da steht ganz groß drüber im Hotel: Hilberts Hotel. Ja? Hilberts Hotel. Okay. Und es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man vorher nicht reserviert hat. Da kommt man in ein fremdes Land und dann sind alle Zimmer belegt, womöglich. Man findet kein Hotel. Ne? Aber dieses Hotel wirbt damit, unendlich viele Zimmer zu haben. Dass sie sagen: Ah, kein Problem. Ja, da wird schon eins frei sein. Also hier: Hilberts Hotel hat unendlich viele Zimmer. Beginnen wir Zimmer Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter und so weiter. Ne? Sie werden schon feststellen, hat genauso viele Zimmer wie die natürlichen Zahlen. Ne? Einfach durchgezählt, 1, 2, 3, durchnummeriert. So. Sie kommen also jetzt in dieses Hotel, okay, und da ist der Mensch hier, der Portier oder der Empfang, ne? Der steht so da, so. Ja, und Sie kommen so rein: Oh ja, ich hätte gerne ein Zimmer. Und dann sagt er: Tut uns leid, belegt. Und dann sagen Sie: Ja, wie, Sie haben doch unendlich viele Zimmer. Werben Sie ja draußen mit. Ne? Sagt der Portier: Ja, tut uns leid, wir haben auch unendlich viele Gäste gerade da. Ja? Sagen Sie: Oh Mist, ja, unendlich viele Gäste. So ein Pech, ja. Gar nicht mitgerechnet. So. Sagt der Portier: Aber kein Problem, wir haben sofort eine Lösung. Ne? Wir haben nämlich auch so einen Funksprechapparat. Damit kann ich in alle Zimmer gleichzeitig Befehle reingeben. Wir machen Ihnen ein Zimmer frei. Wie wir unendlich viele Zimmer, unendlich viele Gäste, wenn wir uns das frei machen, sagt er: Kein Problem, warte ab. Ne? Hier so: Bitte alle Gäste zuhören. Ja? Alle Gäste zuhören. Alle bitte mal kurz rauskommen. Ja? Müssen Sie sich vorstellen, da kommen alle Gäste hier raus. Ja? Alle kommen raus. Gleichzeitig kommen alle raus. Und dann sagt der Portier: Bitte ein Zimmer weitergehen. Na? Also, die geht hier hin, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin, der geht dahin und so weiter. Alle mal raus, eins rüber, rein. Ne? Sagt er so: Zimmer Nummer 1 ist frei. Das heißt, wenn Sie zu dieser unendlichen in die Unendlichkeit passt immer noch eins rein, ist immer noch gleich viel. Ne? Also, Sie haben hier unendlich viele Zimmer, unendlich viele Gästerinnen, alle raus, eins rüber, rein, ein Zimmer ist frei, können Sie rein. So. Das heißt, wenn Sie auf die unendliche, wenn Sie zu dieser unendlichen Menge hier ein Element hinzufügen, bleibt sie immer noch gleich groß. Ja? Ja? Da müsste aber noch eigentlich ein Zimmer bleiben müssen. Nö, Weil wieso? der unendlichste Gast. Es gibt keinen unendlichsten Gast. Sie müssen sich das in die Unendlichkeit vorstellen. Alle Gäste kommen raus, gehen eins weiter rüber. Sagen Sie mir, was ist der letzte Gast? Es gibt keinen unendlichsten Gast. Sie haben einfach unendlich viele Zimmer. Wichtig ist an der Geschichte, dass Sie allen Gästen gleichzeitig das Signal geben. Ne? Also nicht nacheinander, weil sonst dauert es ewig. Dann müssen alle gleich raus und rüber. Ja? So, aber das geht ja noch weiter, passen Sie auf, es geht noch weiter, ne? Es geht noch weiter. Hilberts Hotel macht also das kann man noch weiter treiben. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie kommen jetzt an sind Reiseleiter, Sie sind gar nicht allein unterwegs, sondern Reiseleiter, Sie kommen an mit einem Bus mit unendlich vielen Gästen drin. Ja? Sagen Sie: Okay, unendlich viele Gäste, kein Problem. Hilberts Hotel in der Stadt sowieso, ne, hat unendlich viele Zimmer frei, kommen wir unter. So.
ist natürlich aber unendlich viele Gäste, im Bus natürlich schon eine ganze Menge. Ne? Da muss man gucken, dass man die auch unterkriegt. Sie kommen also hin und dann sagt der Portier, tut uns leid, wir sind belegt, unendlich viele Gäste sind bereits da. Dann sagen sie, oh Mist, ich habe auch unendlich viele Gäste, wo soll ich die denn jetzt unterbringen? Sagt er, kein Problem. Kein Problem. Ja, alle mal rauskommen. Wupp, alle kommen raus. So. Jetzt multipliziert bitte jeder von Ihnen seine bisherige Zimmernummer mit 2 und geht in dieses Zimmer. Also Nummer 1 kommt raus, multipliziert seine Zimmernummer mit 2, geht in die 2. 2 kommt raus, multipliziert mit 2, geht in die 4. 3 kommt raus, multipliziert mit 2, geht in die 6. N kommt raus, multipliziert mit 2 und geht in 2N. Das heißt, anschließend, wenn das alle gleichzeitig machen, raus mit 2 multiplizieren rein, sind alle bisherigen Gäste in den geraden Zimmern untergebracht, in den Zimmern mit der geraden Nummer. Das heißt, alle ungeraden sind frei. Es sind unendlich viele. Ja, das heißt also, Sie können zu einer unendlichen Menge, zu den natürlichen Zahlen unendlich groß, können Sie unendlich viele Elemente, ja, die gleichmächtig sind, also ebenfalls komplett N, nochmal dazu packen und es bleibt gleich viel. Für Sie als Hausaufgabe: Es kommen unendlich viele Busse mit unendlich vielen Gästen jeweils an. Ja, Sie haben unendlich viele Busse und in jedem Bus unendlich viele Fahrgäste. Und das Hotel ist bereits voll. Sie kriegen alle unter. Müssen überlegen, wie Sie das machen. Geht. So. Also, sehen. Letztlich ist das so ähnlich wie das mit der Kettenbruchentwicklung, was wir gemacht hatten. Sie können das ganze System nehmen und eins weiter nach rechts verschieben und haben hier vorne eins frei. Und genauso hatten wir vorhin Folgendes gemacht. Wir haben einfach x genommen, eins nach rechts geschoben, wenn Sie so wollten, und 1 plus 1 durch davor geschrieben und ist immer noch das Gleiche geblieben. Ja. Das ist die Unendlichkeit. Gut, ne? Ja, okay. An der Stelle machen wir einen Break.